Ja. Oh, heute sind wir in Williamsburg. Was geht? Stefan hat zugeschlagen des Grauens im Thriftshop, Bro. Zwei Shirts, Bro. Zugeschlagen des Grauens. Ja. Alles, was cool ist, kommt irgendwie von hier. Also euer scheiß Avocado-Toast, den ich auch feier. Eure Matcha-Latte, die ich auch feier. Kommt alles von hier ursprünglich. Die sind einfach Genies. Ich hab Avocado auf Toast gepackt. Das ist in die Welt vermarktet. Und wir zahlen jetzt $15 in New York für scheiß Toast und Avocado. Kommt das? Flieg, 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 flieg wie ein Flieger, bin so high. Nee, warte, was? Der Tiger ist so groß. Bin so high. Ich bin so hoch. Oh, oh, oh. Bin richtig verschwitzt, ey. Und so ein Joker. Boah, das ist auch voll für Bau was, glaube ich. Das ist richtig nice. Wo ist der Haken? Ah, ja, siehst du? Das sind diese Thriftshops. Wow. Nice. Tätowieren da. Achso. Ah. Ey, ich habe für uns Deutsche das Deutschland-Shirt gefunden. Für die nächste WM. You know I got it. If you wanna come get this man next to this money like. Du siehst, dass du in der Hipster-Gegend bist, wenn das Graffiti auf einmal irgendwelche gehypten NFTs sind. Ich bin richtig gut im Vloggen, wie ihr wisst. Ist das jetzt cringe? Ich glaube, es ist cringe. Guckt euch diesen Bizeps an. Der Bizeps brennt. Also für alle, die Karate Kid gesehen haben, hier ist die official Karate Kid Trainingseinheit. Wachsen, polieren. Wachsen, polieren. Und dann, wenn du in einem Streetfight bist, kannst du diese Moves machen. Und da, da. Ah! Das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ich kenne diese Leute alle nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. God damn. Stefan, wie ist dein $16-Salat? Ist okay. Ja, das sind auch noch Oliven dabei. Geschmacklich, ist schon lecker. Ich glaube, die Oliven kosten $10. Deswegen. Frag mich nur, wie AJ das ohne Filter macht. Das ist basically eine Wassermelone für $16. Nein, das sind Oliven. Alter, was sind das für Stücke, Mann? Yeah. Ey, what's up, guys? What's up, guys? So knapp haben manche Leute in Deutschland die Abitur bestanden. Heute Abend wird's cool. Da gehen wir auf die Rooftopper. Mauro war gestern dort und hat getwerkt. Sein Hintern tut immer noch weh, hat er gesagt. Es werden hier wilde Tattoos gemacht. Ey, das ist so krass. Und guckt euch mal diese Nadel an. Bro, it's amazing. Was geht, was geht, was geht? So, Nico hat heute diese super nice eigene Präsentation von Creation of Adam gemacht. Bens Kunde ist auch wieder da, kriegt heute sein drittes Tattoo von Ben. Mary kommt gerade von ihrem Mittagsschlaf zurück. I don't know what you're talking about. What's up, bro? What's up, my brother? How you like your new tattoos? I love them, brother. Amazing. From the Bronx, New York. Bronx, New York. Wie war dein erster Guestspot in Amerika? Ja, das gut, ist Amerika. Erzähl, Ben. Geh noch ein bisschen näher. Ja, es war super schön. Hey, what's up, guys? Ich bin Ben Tetz von Mommy, I'm Sorry. Und ich zeige euch unser neues Haus. Das ist die Aussicht von meinem Wohnzimmer. Das ist der Shit. Folgt mir. Mein Pool kommt bald. Da oben ist meine Bar. Da hinten ist mein zweites Apartment mit der weißen Spitze. Dort ist mein drittes Apartment und das ist eher so Kinderspielplatz, falls ich Besuch kriege von Mami, I'm sorry. Also richtig nice, wir haben einfach hier diesen Konferenzraum gemietet, uns Essen bestellt und machen uns hier unser eigenes Private Rooftop Restaurant. Hey Ben, was hast du da am Hals? Hast du das geschafft? Alter. Okay. Uber hat uns jetzt hier rausgeschmissen. Hier ist einfach so ein Zug stehen geblieben. Jetzt fährt er auf einmal los, Alter. Geschafft. Also wir müssen uns jetzt alle wiegen einmal. Das ist doch Drip, oder? Was geht, was geht, was geht? Alter, es war so nice. Verdammt crazy, Alter. Viel zu krass. Wir waren so nah an der Preisstatue. War ganz okay, ne? Spaß. Es war mega geil, wirklich einer der geilsten Erlebnisse hier in New York. New York
war erfolgreich. Abonniert den Kanal. Ach, ihr wisst doch die ganze Geschichte. Tut was für den Algorithmus. Wir müssen den Trip wieder reinholen.